Heute bin ich im kalten Landshut im schönen Bayern bei Steinberger Superfood, dem Familienunternehmen schlechthin. Hier arbeitet eigentlich die Oma noch mit, die Tante, die Söhne und natürlich eben auch viel, viel mehr Leute. Und ich bin super begeistert, dass ich hier eingeladen wurde. Und jetzt gehen wir hier einfach mal rein in die coole Firmenzentrale und ja, direkt zur Schwester von Manuel, der hier das Ganze leitet. Und sie ist im Kundendienst, was wir so vorher gesagt haben. Ja, dann checken wir mal aus. Hallihallo. Hallo. Grüßt euch, hi, ihr beiden. Hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut uns, dass du mit uns gekommen bist. Ja, du machst ja den ganzen Kundenservice und ich kann mir vorstellen, ja, da gibt es auch einen Haufen Fragen dazu, oder? Ja, regelmäßig. Gerade zu Superfoods, da ist ja, die sind ja häufig eine Diskussion mit Zertifikaten und sind die giftstofffrei und so weiter. Also spielt so diese Pestizidbelastung eine große Rolle auch? Ja, also da kommen tatsächlich viele Rückfragen von Kunden, die sich erkundigen wollen, was ist analysiert, wie oft wird analysiert. Also da kommt immer wieder mal Rückfragen, also das ist ja regelmäßig. Und ihr lasst wahrscheinlich eben auch die meisten Superfoods ständig zertifizieren und analysieren, dass ihr dann, ihr seid ja biozertifiziert, ihr müsst da sowieso sehr hohe Ansprüche erfüllen. Ja, und, selbstverständlich. Ja. Das ist so jedes Superfood, das wir im Sortiment haben, das wird, bevor es importiert wird, geprüft von einem unabhängigen Labor. Und dann auch, wenn es halt in Deutschland ist, wird es nochmal zusätzlich. Ah ja, okay. Genau. Okay. Und die meisten Superfoods, ich habe ja gesehen, ihr habt ja so tolle Sachen wie Spirulina, Ashwagandha und so weiter. Also das sind ja so die klassischen Superfoods. Ja. Ihr habt aber auch die Hagebutte, also ihr legt ja auch Wert auf viel Regionalität dann auch. Und ja. So. Genau, richtig. Ja. Also unser Hagebuttenpulver, das kommt aus Bulgarien, also das ist ein europäisches Produkt. Das ist hier auch optimale Bedingungen. Daher nehmen es wir direkt aus der EU. Da kommt für uns dann nicht in Frage, dass man das irgendwo aus Südamerika importiert, wenn die Bedingungen hier auch perfekt sind. Ja, perfekt. Kurze Lieferwege. Und können euch die Kunden eigentlich immer anrufen oder die Interessenten? Also was habt ihr da quasi so für einen Service oder kostet das Geld? Wie ist das bei euch? Nein, also es kostet kein Geld. Die Kunden können uns anrufen, aber auch sowohl eine E-Mail schreiben. Also mittlerweile schreiben mehr Leute eine E-Mail, aber telefonisch sind wir auch erreichbar. Ja, schön. Ja, da bin ich mal gespannt, was es hier so alles gibt. Ich gehe jetzt mal mit dem Manuel so ein bisschen ins Lager rein und schauen wir mal an, was ihr da alles wirklich auf Lager habt, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal. Ja, sehr gerne. Starten wir, oder? So, hier darf ich jetzt mal ins Lager blicken von Steinberger Superfoods und das Hochregallager, das hat es jetzt hier wirklich in sich. Nicht schlecht, Manuel. Jawohl, genau. Du, letztes Jahr im Herbst gebaut. Wow. Wir haben noch viel vor, wir wollen noch wachsen, wir wollen ja auch zum nächsten Jahr den stationären Handel beliefern. Deswegen haben wir jetzt unser Hochregallager dafür gebaut, wo eben alle unsere Superfoods einlagern. Ich glaube, hier sind ein paar Kilo oder hunderte Kilo an Superfoods da, oder? Wenn ich das hier so sehe, Gerstengrassaft vom Allerfeinsten, beste Qualität. Absolut, top, aus Amerika. Genau. Ja, super. Also hier haben wir unsere ganzen Kleinstmengen. Da vorne ist unser Shop, da können wir mal reinschauen. Aber hier sind wirklich einige Tonnen in Rohware, genauso wie auch schon fertig verpackt in den richtigen Verkaufseinheiten. Genau, können wir reinschauen. Was das also das hier ist ja der absolute Burner, ne? Drachenfruchtpulver. Oh, das ist fein. Diese Farbe ist so gigantisch, da müssen wir später auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ja, ja. Also das ist so gerade für die Kids. Was richtig Leckeres, was geil aussieht, kannst du eine super geile Nice Cream machen, also einfach gefrorene Bananen in den Mixer und dann dieses Drachenfruchtpulver dazu. Das ist ein cooles Rezept, ja. So eine tolle Farbe, schmeckt hervorragend. Also das ist mal so hier mein Geheimtipp von Steinberger hier. Dann können wir reinschauen in unseren Shop. Hier wird quasi jeden Tag kommissioniert, alles zusammengepackt, was quasi wichtig ist. Der Sascha ist unser Lagermeister. Hallo. Servus, Sascha. Und der Sascha, der verpackt jeden Tag in der Früh ab. Wann bist du da? Schon kurz vor sechs. Genau, dass jeden Tag pünktlich die Bestellungen rausgehen. Also wenn man bei uns irgendwie einkauft, ich glaube bis 24 Uhr, das wird am nächsten Tag in der Früh direkt verpackt und versendet. Also wir schauen da schon, dass es schnell rausgeht, damit das man auch irgendwie gegen so Riesen wie Amazon auch mithalten kann. Nur ganz klar bei uns der Vorteil, wenn hier irgendwo bei uns was irgendwo bestellt wird, direkt im Shop, es wird mit Liebe eingepackt. Wir geben noch viele Rezeptketten dazu. Man wird es gleich sehen, wir packen mal einfach mal ein Paket zusammen, dass wir da uns richtig viel Mühe geben, dass man einfach alles bekommt, was man sucht.
Wir haben hier unsere ganzen gelben Boxen, die 100 Gramm Variationen. Dann haben wir hier die 200 und 250 Gramm Variationen von unseren ganzen Superfoods, alle in den roten Boxen. Hier sind die großen Jungs, hier sind wirklich die, ich glaube, 500 Gramm oder Kilo Packungen, 500 Gramm Kakao oder auch Flohsamen, Spirulina, Gerstengras. Also diese Produkte, die gehen tatsächlich eben in den großen Größen. Hinten haben wir auch noch quasi die ganzen Boxen mit den 1 Kilo Packungen. Hagebutten. Absolut. Hagebutten sind klasse. Ja. Voller Vitamin C. Vitamin C-Bombe. Mega krass. Genau. Und was ich auch cool finde bei euch ist, dass ihr diese 40 Gramm Probierpackungen habt. Mhm. Also, das gibt es ja auch fast nie. Ne? Du weißt nicht, ob das Superfood für dich spannend ist oder ob das Spirulina dir schmeckt und so weiter. Und dann kannst du einfach erstmal 40 Gramm probieren. Kurz rüberschauen. Wir haben seit 2021 jedes einzelne Produkt auch in kleinsten Probiergrößen von 15 Gramm bis 40 Gramm, weil einfach wir so oft gefragt wurden, ja, wie schmeckt das denn? Wie ist das denn? Passt das überhaupt zu mir oder nicht? Und bevor man immer gleich 100, 250 oder 500 Gramm kaufen muss, kann man so das ganz günstig für ja, 3 bis 5 Euro einfach mal testen. Schauen, das ist der Latte Macho wieder. Genau. Mit 25 Gramm, ne? Weil da brauchst du ja nicht so viel davon, nee, da reichen auch 25 viel. Gramm. Sonst, ne, wir haben hier Ashwagandha, sehr beliebt, einfach mal in unseren Probiergrößen. Viele schon davon gehört, viele kennen das Produkt einfach noch nicht, deswegen einfach mal irgendwo so als Mitnahmeartikel zum Testen. Und ansonsten auch irgendwo, ob das jetzt Gerstengras ist oder Spirulina sind. Oder solche außergewöhnlichen Sachen. Blaue Spirulina. Blau. Ah, sehr cool, ja. Toller Farbstoff, Lebensmittelfarbstoff, ja, genau. Aus der Spirulina. Von der normalen Spirulina-Alge wird dieser blaue Bestandteil extrahiert, das ist etwa 8%. Das ist mega gut. Und der eignet sich perfekt zum Färben. Also genau. Natürliche blaue Farbe gibt es hier nirgendwo. Liebe ich hier absolut. Mit Spirulina Blau. Ja, und so haben wir jetzt in den letzten Jahren wirklich ein großes Sortiment geschaffen. Jetzt weit über 30 Superfoods dauerhaft im Sortiment. Und wir haben noch viel vor. Wir wollen auch demnächst tatsächlich diese Produkte nicht mehr nur aus 40 Gramm anbieten, sondern auch noch so aus 5 Gramm Packungen anbieten. So als kleine Sticks, die wir in den Handel bringen wollen, dass jeder mal für wirklich 1 bis 2 Euro ein Superfood testen kann. Super einfache Portionsgrößen zum Mitnehmen für unterwegs. Das ist einfach uns wichtig, das ist auch vielen Leuten wichtig. Da haben wir schon viele E-Mails in den letzten Monaten erhalten. Und ich glaube, auf die Art und Weise können wir es schon schaffen, dass wir wirklich jeden Superfood nahe bringen, die Einstiegshürde irgendwo minimieren. Und hoffentlich dann einfach jedem beweisen, hey, Superfoods eignen sich auch für dich. Was genau übrigens Superfoods sind und welche Wirkung sie haben, das erfährst du im anderen Video. Check das auf jeden Fall mal hier unter diesem Video aus. Und ich bin hier schon direkt im richtigen Outfit, denn wir gehen jetzt in die hauseigene Abfüllanlage dieses tollen Familienunternehmens. Und wir schauen uns heute an, wie wir unsere Produkte in Hand abfüllen. Bei uns ist noch alles Manufaktur und bei uns macht das unsere Tante. Wir sind ein Familienunternehmen, es ist wichtig für uns, dass wir alle einbinden. Und unsere Tante, die Maria, die auch früher selbst in der Bäckerei schon gearbeitet hat und bestens weiß, wie man quasi irgendwo hygienisch Lebensmittel herstellt, die zeigt uns heute, wie wir Matcha abfüllen. Mega! Genau. Matcha Latte am Start. Matcha Latte. Jetzt wir rein. Abfüllen, später trinken. Wir sind gerade mitten im Prozess. Wie gesagt, bei uns ist alles Manufaktur, Handabfüllung, wenn es quasi hier um kleinere Mengen geht. Füllen heute unseren Matcha Latte ab. Davor werden quasi alle Doybags hinten vorne direkt gelabelt. Ab dem Moment, wo wir abfüllen, sind die Produkte 2 Jahre haltbar. Also speziell jetzt hier bei Matcha. Sie sind Bio-Qualität und wir kriegen die Produkte direkt hier aus Japan. Sie werden dann quasi luftdicht verschweißt und vakuumverschweißt angeliefert. Wir machen den Doybag auf, füllen alles hier quasi ab, wiegen es nochmal und versiegeln es dann direkt hier vor Ort. Also das ist quasi ein Schritt, der dauert nur wenige Handgriffe, wenige Sekunden. Und dann ist es perfekt rein, fertig und wird dann zu Ihnen nach Hause geliefert. Der auch richtig knallgrün aus, also genau. Wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle, leuchtende rein. Qualität hier. Ja. Und ihr habt ja 3 verschiedene Grade von Matcha, ne? Das ist also korrekt. Gibt ja unterschiedliche Ceremonial Grade und andere Qualitätsstufen. Sozusagen. Genau, also für alle Zwecke, wo man irgendwo gerne Matcha verwendet, haben wir was. Also angefangen von der niedrigsten Stufe, die wir anbieten, das nennen wir Cooking Matcha. Ideal wirklich zum Kochen für Matcha-Tiramisu. Für das auch, dass man vielleicht irgendwo Matcha in Smoothies und Shakes reintut, wo man es vielleicht gar nicht so merkt, dass man da dementsprechend auf, das ist nicht minderwertig, es ist nur nicht die feinsten Knospen, die da irgendwie vermahlen wurden. Ja, ja. Und es ist einfach dementsprechend ein bisschen dunkler, ein bisschen herber. Dann haben wir hier den mittleren Grad, das ist unser Latte Matcha. Wie der Name sagt, ideal für Latte oder auch wirklich zum Pumpen trinken geeignet.
Und dann haben wir noch die allerhöchste Qualitätsstufe auf dem Markt. Das ist unser Zeremonial-Matcha. Der wird in so einem kleinen Döschen verkauft. Der ist super, super fein, super lecker. Und der ist ideal geeignet wirklich für eine klassische japanische Teezeremonie. Und wie immer bei euch, alles natürlich rein, 100% nur das Superfood, in dem Fall Matcha und auch hohe Transparenz, weil man sieht hier genau, woher kommt es her. Ne? Ursprung Japan, Präfektur, Shizuoka. Genau, bei uns auf der Webseite findet man sogar noch gut näher her, wo es herkommt, weil wir schauen auch wirklich, wenn man irgendwann Matcha hört oder so, ist auch immer gleich Japan, Ahu, da war doch mal was. Nee, also bei uns ist irgendwo unser Matcha so weit wie möglich von Fukushima entfernt. Also und dementsprechend kann man genau nachschauen auf der Webseite, woher kommt. Und ausgewiesene Zertifikate. Genau, alles korrekt. So, jawohl. Sauber. Also, Mr. Broccoli, ich hoffe, es hat dir gefallen, dass unser Rundgang interessant war. War mega geil. Ich würde am liebsten alle Produkte auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben noch eine kleine Tüte. Boah, mit Naturschmankerl. Boah, alles super gut von uns vorbereitet für dich. Geil, Mann, vielen lieben Dank. Genau. Da habe ich ja was zum Heimnehmen hier. Genau. Naturschmankerl und Mr. Broccoli, richtig cool. Genau. Und ja. Ich habe gehört, du bist noch motiviert. Ja, absolut. Let's go. Jetzt geht es erst richtig los. Richtig weiter. Denn jetzt kommt noch unser Podcast gemeinsam. Ich freue mich total drauf. Wir gehen jetzt ins schöne warme Stübchen hoch. Ja. Hocken uns auf die Couch, machen uns gemütlich. Ja, schön. Und reden nochmal ein bisschen über Superfoods und alles, was dich interessiert. Stell gerne die Fragen. Genau. Wir gehen mal richtig tief ins Detail. Ihr bleibt dran, checkt das andere Video aus. Und in diesem Sinne vielen Dank, dass ich hier die Jugendtour mit euch machen durfte. Ja, sehr gern. Ab zu den Schmankerls. Jawohl.